Ist das die übliche Sonntagswäsche? Ja, da bin ich mir jetzt auch nicht einig. Ja, meistens fahre ich im Regen. Hatsche! Ja, ich habe ihn nicht unbedingt zum Putzen. Ja, hier sieht er aber aus wie neu. Ja, aber meistens bin ich eher so am Gurken. Weiß, am Gurken. Oh, Bruder! Ne? Was steht denn hier heißen auf der Straße? Ne? Natürlich. Ja, wie ich das Glück hatte, dieses Jahr im Urlaub stand der auch in der Garage. Nein, nein, nicht. Wunderschön, meine Freunde, und willkommen bei Max Bishop. Pass auf, es geht heute weiter in der Gurkenwelt. Oh, 123er. Der fehlt uns noch, haben wir alle. Wenigstens alle alten Endklassen. was machen wir denn jetzt? Wir eiern, wie wir halt immer eiern. Aber ziemlich weit. Also nach Friedeburg. Wir fahren heute nicht weg. Aber soll ich? Alter, ich bin voll verwirrt noch. Ich erzähl gleich, was los ist. Ich hab voll den Pappbauer, ich trinke meinen Kaffee und mein Rührei. So, erstmal weg ihr Rührei. Jetzt kann es weitergehen im Programm. Der K30 hat er richtig mitgenommen auch von der Tour, ne? Weil das ist richtig nass und dreckig und der ist ja voll die fahrende Schlammschleuder mit diesen Reifen, ne? Das soll man nicht unterschätzen. Kennt ihr, wenn so ein Teil auf einem Feld fährt, das ist mit den Zarelli-Reifen genauso. Wenn ich auf meiner Auffahrt runterfahre, von meinem persönlichen eigenen Schlammloch, dann kann ich danach, wenn ich runtergefahren bin, nochmal die Straße erstmal abfegen. Wenn ich komplett ist, weil das mit irgendwelchen Schlammlöcher-Dingern kannst vergessen. Das ist der Nachteil dran. So, ich gebe mal ein paar aktuelle Infos. Weil ich gestern kein Video gemacht habe, müsst ihr ja so ein bisschen sehen, was noch passiert ist in der Gurkenbude. Und dann gibt es noch einiges mehr. Also aktuell, heißt aktuell brennt die Bude. Geht eigentlich. Ich bin eigentlich momentan sehr entspannt. Ja, aber ich muss dann wieder verkaufen als Autohändler. Das ist eine andere Geschichte, das kennt ihr ja. Aber ich sag mal sonst, was soll ich mich beschweren? Geht irgendwie alles. Es geht irgendwie alles. Also, ich habe gerade nicht viel zu meckern. Ich muss noch ein paar Rechnungen bezahlen und so, dann meckere ich vielleicht darüber noch ein bisschen. Aber sonst, eigentlich ganz cool, was wir momentan machen. Macht Spaß. Und mein nächstes Projekt ist jetzt ja noch tatsächlich der Kübel, den ich jetzt machen möchte. Sieht auch ganz gut aus, was ich hier machen kann. Und ich will heute noch mal hier Golf 2 auf der Bühne nehmen, im Blauen, und den nochmal für den TÜV final durchstecken, damit er zum TÜV kann, damit wir ihn eigentlich weggeben können oder rausgeben können. Und dann ist hier eigentlich schon Kübelzeit, weil meine Bremsen für den Chromweg sind noch nicht da. Einziger Nachteil ist, die Teile für den silbernen Passat sind auch noch nicht da. Der neue Heilgeber, der müsste, hätte eigentlich gestern ankommen müssen, kam er aber nicht. Da wird er wohl heute ankommen. Das ist getüdelt, weil es ein eBay-Kauf gewesen, weil wegen Gebrauchteile und so, man kennt ihn. Ja, wissen, dass wir hin mal abgeben. Jetzt fahre ich ja draußen anschließend. Ich glaube, die Halle ist so voll, dass er gar nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen Scheiße. Alter Schwede, da kann doch was werden bei ihm. Also ich brauche ja auch mehr Hallenfläche. Aber ich glaube nicht, dass er den Umsatz macht, um mehr Hallenfläche zu finanzieren. Das ist der Nachteil daran. Ja, hat sich ein bisschen was verändert hier auf dem Platz. Optisch jetzt nicht so tatsächlich. Ist alles beim Alten, ist alles irgendwie so ein Stellplatz. Der Strich Alter steht jetzt hier auf dem Hof. Jetzt ist also mein Daily Driver immer noch. Mit ihm zusammen hier, die Feuerwehrgasse ist frei, was eigentlich auch ganz praktisch ist, wenn du den K30 in die Halle reinfahren willst. Und der Gabelstapler steht hier, wahrscheinlich ist irgendwie gerade einer von den Polenjungs unterwegs. Ich glaube, die fahren immer damit zum Klo. Wenn die pinkeln müssen, fahren die mit dem Gabelstapler immer. Beste Karre. Also der Chromweg steht am K30 Platz. Ah, okay, gut, dann muss ich den erstmal da draußen stehen lassen. Ich mache gleich noch einen Platz frei für den K30. Weil ich ja den Corsa nach vorne fahre, den schwarzen, weil der ist nämlich fertig, der ist durchgeschweißt. Der hat noch ein bisschen, läuft noch ein bisschen, ich sag mal, läuft eigentlich rund und gut, aber ich muss tatsächlich sagen, er läuft nicht rund und gut genug für mich. Ich bin jetzt mal einen Tag gefahren oder einen Abend nach Hause, vorne angemeldet war, und bin dann mit nach Hause geeiert, weil ich ja keine andere Karre hier auf dem Hof hatte. Und ich habe gemerkt, hab mal hier so, wa? Muss hier ja gehen. Hab gemerkt, dass der nicht so ganz rund lief. Der zuckelte im Leerlauf so ein bisschen. Und ich schätze mal, das ist entweder ein Zündkabel oder eine Zündspule. Das haben die ja ganz gerne mal, die Kollegen. Aber ich glaube eher auf die Kerzen. Wahrscheinlich haben die das Auto nicht mehr fett gewartet. Haben nur Ölwechsel gemacht und so was.
Immerhin, das haben sie gemacht. Das Ding. Abgemeldet ist er jetzt auch. Deswegen kann ich ihn heute ins Netz schmeißen, den Kollegen hier. Weil den brauche ich hier nicht stehen. Das, wie gesagt. Das ist auch nicht ganz okay für das, was er ist. Der hat Dampf auf jeden Fall. 60 PS, läuft gut in dem Auto. Also wirklich gut. Ja, Neuigkeiten sonst. Den muss ich nachher irgendwo unterbringen in der Reihe. Der steht ziemlich scheiße da hinten. Aber der hat auf jeden Fall Probleme mit dem Turbo. Auf jeden Fall der Motorlampe an und der zieht nicht richtig. Also es kann sein, dass der in Export wandert, was ein bisschen schade wäre. Weil der hat mal einen Kumpel von mir gehört und der hat ihn wirklich auch 100.000 Kilometer gefahren. Der lief eigentlich immer. Aber ich muss ihn mal probereiten mit roten Nummern. Vielleicht nachher noch mal schauen. Aber heute ist halt ein bisschen für mich doof. Was mir heute ansteht ist, wir wollen den 6er machen. Heute geht's, das Video geht eigentlich nur um den 6er. Ne, um den 635 CSI. Den wir neu bekommen haben in der Sammlung. Das heißt, ein Auto ist halt, dann haben wir es irgendwann, dann kommt da nicht mehr so mega viel drüber, weil es halt kein Projekt, der ist halt wirklich ein fertiges Auto. Aber ich habe noch nie so eine geile Karre gehabt, Alter. Da hat Heiko richtig rausgehauen. Wirklich jetzt. Also vom Zustand her. Den gucken wir uns halt mal an, von unten, von links, von rechts. Und wie gesagt, ich möchte ihn nicht verkaufen. Ich habe schon viele Angebote gekriegt, jetzt schon. Den war noch nicht mal veröffentlicht, als ich ihn habe. Das ist halt irgendwie rumgesprochen, keine Ahnung. Ich habe nur ein eBay-Foto gemacht, ein Foto auf Instagram gemacht, wovon das Rasenmäher drauf war, hinten auf dem Pickup stand. Da kriegst du schon erst nach, oh geil, ist das ein 5-Zylinder Audi? Oder einer sagt, ist das ein E24? Oh, der ist schon nah dran, ne? Ja, ist das Ding. Sonst hier, Erich sein Cabrio, den habe ich gestern aufgefrischt oder Luft drauf gemacht, habe ich mal durchgeguckt. Das Dach kriege ich nicht auf, bin zu blöd dafür. Das zeigt immer irgendwas mit Kofferraum an. Reifen müssen neu, die sind porös. Aber für den TÜV wenigstens, aber der hat noch 2 Monate TÜV. Den will Erich jetzt anmelden und fahren. Wir wollen mal kurz gucken, ob er läuft. Ja, mal gucken, ob die Erdgasanlage funktioniert. Finde mal interessant. Auf jeden Fall, bei der ersten Fahrt von Erich bin ich dabei. Dann holt er die Papiere raus, dann geht er das Ding anmelden und dann hat er ein Cabriolet. Dann gucken wir mal, wie er sich so hält. Ist er immer schon seiner gewesen, war ich nie mit drin, war Michi seiner. Bei mir war er persönlich so teuer. Weil die sind nicht so günstig, aber es ist ein Hammer-Auto. Ne? Schöne Farbe, schönes Design. Geiles Ding. Also schade, dass es da nicht mehr gibt. Er hier ist eigentlich auch so gut wie fertig. Ich muss hier nochmal Probe fahren und sauer machen. Thema haben wir schon gehabt. Er hier kommt nachher auf meiner Bühne wegen Felgenlackierung. Macht die Felgen irgendwie schwarz von dem Auto. Der hat da schon einen festen Kunden. Und dann probieren wir mal aus, was der TÜV der Kiste sagt. Müsste gut sein, weil eigentlich ist bei dem Ding alles eingetragen, also muss alles laufen. Der ist sogar mit der Radreifenkombination eingetragen. Deswegen kann man den besser mit den Felgen hinfahren. Saab unverändert, E34 steht leider jetzt hier, weil drin kein Platz ist, das ist so ein Kotzen, wahrscheinlich kommt er ins Außenlager. Aber den würde ich ganz gern machen, aber jetzt noch nicht. Weil der ist so ein bisschen Projekt hier. Der Herr Buttke, wie gesagt, das ist die Firma Buttke hier in Osnabrück. Die hätte auch Autoglas-Experten von dem Herrn. Ist er wirklich, ne? Der hat von Kurve gemacht. Der hat schon eine Frontscheibe bestellt für den Wagen. Liegt schon auf Lager, sagt er. Muss nur Bescheid sein, dann kommt der Herr und baut mir die ein. Hammer Nummer, ne? Aber wie gesagt, jetzt noch nicht. Er hier, habe ich gerade erzählt, Verteiler war falsch. Haben wir jetzt bestellt. Es müsste einer, hätte schon gestern ankommen müssen, kommt leider heute oder morgen an. Hoffentlich kommt es heute an. Also eBay liefert das zu mir nach Hause. Das heißt, wenn ich hier bin, kriege ich das nicht. Ne? Der hier, gute Neuigkeit, Marc von Röbel TV kommt nochmal am Sonntag am Museumstag vorbei und guckt sich den Wagen an, weil er macht ja, er ist ein gelernter Kassettaufbereiter und er hat gesagt, Alter, ich tu mir das an. Wenn er sich das antut für der Hammer, dann habe ich das Ding eigentlich mal sauber, dann können wir den Schimmelscooter machen. Vielleicht hat er Spitznamen Schimmelscooter dann ja auch. Wer weiß das schon. Wäre Hammer. Er hier unverändert fahren, findet es einen Urlaub, also wird auch nichts. Er hier, na, kennt ihr, läuft, fährt gut, neuer Reifen braucht er noch. Er hier auch unverändert, was mich ein bisschen stört. Ich muss den jetzt zwischenschieben tatsächlich. Deswegen soll ich mal, jetzt schiebt den Corsa noch in den Autohandel rein, dann muss Gordon nochmal den ML machen. Und dann spätestens dann muss der dran. Ne? Also muss neue Bremsen kriegen, weil von der Besitzerin kommt schon wieder der Opi. Opi ist der hier, heißt ja, ist ihr Rekord C, den kennt ihr auch noch. Rekord C? Rekord C? Nee. Rekord B? Nee. C-Rekord. Ja, C-Rekord, der C. Alter, gute Frage, ist das ein C-Rekord? Nee, ein E-Rekord. Rekord E2. Der kommt wieder zu uns. C ist ja mein Rekord. E-Rekord. E2. Rekord E-2. Der kommt zu uns. Hier, der Bremsenprüfstapel sind übrigens. Ja, also der geht immer noch, wenn wir Licht anhaben. Weil läuft, es ist immer Strom drauf dann. Wenn wir auf den Lichtschalter Stromkreis gesetzt haben mit der Funksteckdose hier. Zack. Dann geht er an, sieht, der fährt da hoch. Mit dem Licht zusammen. Und dann kann man immer jetzt hier bremsen. Das geht super, das Teil. Habe ich schon getestet. Also mit dem Chromweg habe ich es getestet. Der hat super Bremswerte vorne, hinten. Leider halt nicht Handbremse, weil die Handbremse noch nicht fertig ist, weil ich Belege bestellt und noch nicht da sind. Der hier hat super Bremswerte. Das ist wie bei Degen hat, was ich bei seinem Prüfstand neu gekriegt habe. Bei uns, wir machen auch bei Prüfstandstage. Bremsenprüfstandstage. Das wäre nochmal was. Aber anderweitig, ein Robo will ich ihn nicht antun.
Ja, naja, aber so ungefähr läuft das. Ist das Ding. Aber heute geht es in die Karre. Ich bin sauber gemacht. Gestern war ja ein Tag, wo ich nicht gefilmt habe, weil ich war fertig mit der Welt, Alter. Ich habe 2 Stunden geschlafen die Nacht. War voll im Zombie-Modus. Hatte auch keinen Bock auf Filme. Gesagt, komm, was einen ruhigeren. Gordon war ja schon ein bisschen bei. Hat hier unten die Kante von dem Kennzeichenhalter abgeflext, damit die hier gerade abgetütet, damit das hier passt. Das Kennzeichen da rein kann, das rote gleich. Wir nehmen Aris rote Nummer gleich mit. Und fahren damit mal zum TÜV. Nicht, weil er TÜV brauchst, sondern ich will beim TÜV ein Gutachten machen. Also so ein Zustand, so ein Wertgutachten machen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt das Ding verkaufen will, will ich nicht. Aber nur halt, weil die Fahrzeuge hier sind ja versichert in der Halle. Und ich muss natürlich gucken, dass die versicherten Fahrzeuge dann auch, sag ich mal, halt bei der Versicherung angegeben sind mit dem, was sie wert sind. Und so ein Fahrzeug ist halt viel mehr wert als alles andere, was wir stehen haben. Die Windräder hier ist Highlight in unserer Gurkenausstellung. Weil das eigentlich ist ja gar keine Gurke. Guck mal, das Auto mal an, das hat nicht eine Hammerkarre. Der passt hier voll nicht rein irgendwie. Aber irgendwie auch schon. Also einen müssen wir in Olivgrün rollen, erstmal, damit er ja reinpasst. Finden auch stehen, aber der ist so gut, der ist echt sauber. Oh, das ist echt eine Nummer. Aber das sieht auch, so ein Auto hat so einen Lebenswert, ne? Da arbeitest du dein ganzes Leben lang und irgendwann ist das perfekt. Und der ist nahezu perfekt. Ein paar Kleinigkeiten wollen wir noch machen. Das hier tumpfen wir noch ein bisschen nach. Das hier in Schwarz. Das war's aber eigentlich. Lenkrad war locker, ist jetzt fest, hat Gordon festgeschraubt. Und naja, jetzt kann man damit fahren. Heute erste Fahrt mit dem Ding. Mit Unterbodencheck. Den machen wir gleich mal zuerst, gucken dann mal kurz unter. Ich will mal gerne wissen, wie der so aussieht. Das sieht aus, wie der auch oder nicht. Das wird ein Video. Und dann machen wir erst eine Probefahrt damit. Fahren damit zum TÜV. Ich erzähle, was dabei rausgekommen ist. Über Geld sprechen wir in dem Fall nicht. Aber halt die Zustandsnote. Beziehungsweise, ob mein TÜV-Prüfer überhaupt das spontan für Zeit hat, so am Tagesgeschäft. Wahrscheinlich ist das viel mehr Arbeit für ihn. Aber wenn er das Ding sich erst mal anguckt und das später schreibt, das Gutachten ist ja auch okay. Deswegen. Ah, ist ganz wichtig. Wenn du so eine Kiste hier hinstellst, musst du ein Gutachten dafür haben. Für alle wertvollen Fahrzeuge, die ich habe, habe ich Gutachten. Auch für den Manta zum Beispiel. Musst du haben. Moin Gordon, Alter. Ja, ich muss da ein bisschen nicht warm labern, ne? Brabbel, Alter. Oh. Und den mal auf die Bühne nehmen, den hier? Ist er schon. Ja, aber hoch. Ach so. Der ist sicherlich voll durchgerostet. Gammelkarre, Alter. Voll die Gammelkiste. Gucken da so runter und da ist alles so weg. Alle Schweller weg, komplett. Schlimmer als der Quotenweg. Was ein Schaufen. Scheißhaufen. Ein schöner Haufen. Obenrum wie der Oberblender. Das glaube ich nicht tatsächlich, aber das wäre ziemlich witzig auf jeden Fall. Wäre echt witzig. Wenn du hochmachst, dann hängst du schon schief. Ich freue mich da schon mal zu fahren. Das Ding müsste fahren wie jetzt. Fahren wie Teufel. Auch mit diesem Renngetriebe drin, da mit den gerade Verzahnen. Oh, brutal. Hupp. Oh, guck mal, ich habe 82. 0,82. 100% Differenz. Ich kann da gar nicht bremsen. Was war das gerade? Ich. Auf dem Bremsenprüfstand. Ich wollte dich nur mal vorführen im Video. Und du kriegst voll Panik, ne? Bei der Kiste auf der Bühne. Alter, ich auch. Alter, das Anbocken ist schon eine Katastrophe. Vor Angst. Oh, machen wir den nicht kaputt. Jetzt kommen wir mal da runter. Jetzt zeigt sich das, wie gut der wirklich ist. Obenrum ist der top. Völlig top. Obwohl hier, guck mal, da ist Rost hinter. Wollen wir wetten? Oder nachlackiert? Das sind Rostpunkte. Guck mal, Rost. Ja, Rost. Rost. Oh, guck dir das an, voll die Rostlaube. Ja, für unsere Fans ist das nix. Na, ist Rostlaube. Der Rost. Aber endlich hab ich Makel gefunden an dem Auto. Wieder mir langsam sympathischer. Auch. Ist auch ein Witz. Nachher ist das werkseitiger. Stimmt. Aber jeden, jetzt ist der Dreck. Jeden Kratzer an dem Auto, alles ist nachgearbeitet. Guck mal hier auch, der kleine Kratzer, der hat gleich nachgearbeitet. Da, der Eisenscheuer wahrscheinlich. Hm? Übrigens, über alles, was wir jetzt reden, das ist so penibler Mini-Fix-Scheiß, ja, ne? Also, aber penibel sein. Da muss man für Liebe ein Auge drauf halten. Bei uns rostet er auf jeden Fall nicht weiter. Das ist kein 1.000 Euro Polo oder sowas. Das ist kein Fahrradauto, meinst du? Finde ich zumindest. Aber ich finde. Also ich, was meinst du? Zustandsnote 2, schätze ich, kriegt der, wenn wir das zum Gutachten fahren. Das interessiert mich am meisten tatsächlich. Ja, ein bisschen nach, aber jeder Kratzer nachgetüdelt. Ein Kratzer. Junge. Da muss man den Manta angucken. Hier, Lack ab, Rost. Also, ja, es ist so. Es ja, ist, so. Ja, ist ja okay. Es ist, guck mal, Rost. Gordon ist penibel. Ja. Heute ist Gordon penibel. Bumm, Rad dreht.
Hä, was ist das denn? Gerade rüpfe jetzt, will nicht drehen. Doch, jetzt dreht sich, was soll ich gerade sagen. Guck mal die Bremsscheiben an. Das sind diese hier von ja, hier. Ja, kenn ich. ATE, wie heißt die nochmal? Schmerlingsbremsscheiben oder wie sind die? Ja, stimmt, aber da muss aber Steuerstellen geworden. Das zählt nicht, ne? Zählt wirklich nicht. Das hier gut, der hat aber gescheuert, das recht, die scheuert er nicht. Das ist definitiv was. Das ist so. Müssen wir nacharbeiten, müssen wir nachpinseln, ne? Zählt nicht. Das ist ja lustig. Das zählt auch, sogar da ist Rost, zählt auch. Also da Alter, zählt du, auch in der Rost. Alter, Gordon, wenn das Video jetzt Heiko sieht, von dem wir die Kerre haben, ne? Heiko, der wird verrückt jetzt gerade, ich kenne ihn. Da fängt er auch an, da hinten, da vorne. Ein ganz bisschen Rost. Stimmt, ja. Auch versiegeln. Ja. Das auf der anderen Seite auch. Das war so eine Stelle, wo ich mir vorstellen können, wir die öfters durchrosten sogar. Ja. Von der so ein, jetzt, ne? Von der bisschen, ein bisschen mehr gefahren ist. Da auch. Das ist schon mal gemacht worden. Guck mal, Alter, was eine scheiß Stelle zum Arbeiten, da kommst du richtig kacke ran. Da musst du die ganze Front verabbauen. Ja. Kruflüge musst du verab und die dazu schweißen dann. Oh. Guck mal hier. Aha. Fliegenschiss. Nee, das bin aber ich gewesen, ja, mit meinem Dreck da, ne? Guck mal, Transport noch. Dass die Farbe ab ist. Ich kann mit der Welpen bei Heiko gab's das nicht. Das geht mal nachpinseln so ein bisschen, ja. Ich sehe dich schon. Ich glaube, du bist der einzige Typ, der am Tag Arbeit steckst du in die Kiste locker noch rein. So, da penibel, dort. Glaub, da kommst du nicht mal mit aus. Nennst du dich nicht? Nee. Zu diesem Siphilis-Kurskram meinst du? Ja, der ist richtig verkratzt. Der ist verkratzt. Das ist ja fast schon total schade. Ja, ist ja okay. Nee, liegt aber die Stoßstange gescheuert. Ne? Ist ja okay. Das liegt daran, dass das Metall ist. Ist da mal die Bremse, die ist auch top. Ja, ein schönes Auto, wunderschön. Ein Wahnsinnszustand. Das Problem ist jetzt, wenn jetzt ein Video ist, einer guckt, der keine Ahnung hat, der denkt, Rost, oh, voll kaputt und so. Ja, der hat ja nichts. Das ist ein Witz, der Rost. Der Rost, den wir schnacken, ist echt ein Witz. Guck mal, ich nehme jetzt mal meine extra große Taschenlampe, die ich habe. Wenn wir jetzt hier sagen, ja, da rost, dann ist das ein... Witz. Ne? Getriebe ist ölfeucht, Motor ist ölfeucht. Getriebe ist ölfeucht, da kommt einiges raus. Kann man sagen, was man will. Guck mal, Alter, guck mal, der hat immer einen geilen Kurbelwellensensor, guck mal. Alter. Der ist schön gelegen, den kannst du auch immer tauschen, das ist kein Problem. Hammerteil, ne? Das ist einfach. Der ist echt einfach. Ganz schön am Öl, ne? Das kann er ja, aber ich glaube, er hat das Öl einfach gelassen, weil dann rostet er nicht. Aber ganz schön am Öl. Also finde ich ganz schön viel. Guck mal, auch nach vorne hin hier und so. Siehst du? Der sifft wie blöde, ja. Also der hat, ey, ist das, was ist das, Kurbelwelle? Nee, in der Simmering ist das nicht. Der ist trocken, wenn du guckst. Ja, komm von oben, Ventildeckel wahrscheinlich. Eben kommt das her. Ja, Kopfdeckel. Kopfdeckel wirft nicht so gut. Guck mal, hier ist es feucht, hier ist trocken. Ja. Ist es? Ja gut, aber das ist da oben, ist das, das kann dann noch. Nee, oben ist auch feucht. Guck mal genau hin, das ist ja, auch zwischen. Ja, weil der Krümmer ja mal heiß wird, ne? Ja, logisch. Ja. Also das Öl kommt von oben, ich würde sagen, Ventildichtung diesmal fällig bei dem Ding. Hoffentlich ist es so. Dann wäre es schön. Oder da war zu viel Öl drauf. Das kann auch sein, dass das ist ein richtiges Siff, so Ölwanddichtung dann, ne? Also ich gehe mal davon aus, hat den Motor nicht sauer gemacht. Würde ich auch nicht machen. Das ist eine Geschichte. Mache ich mal alle zwei Jahre zum TÜV und gut ist das. Rost. Ja, wieder, Alter. Du machst mich fertig. Aber hydraulische Kupplung hat er. Sonst Längsträger sehen die so aus. Aber alles, guck mal, Alter, Gordon, der ganze Wagen ist komplett mit so einem. Was ist das für ein Zeug? Der ist eingetüdelt. Irgendwas Gutes. Aber meine Lampe ist echt nervig, weil ich das Kabel davor sitzen. Hier auch, Endspitze. Ich weiß nicht, ob der ABS hat. Das ist bestimmt so ein Dingsanzeige. Hat der einen ABS-Sensor? Nee, konnte. Du beweist das schon, der hat volle Bude, ne? Also ausstandsmäßig ist er nicht leer. Der blättert dann schon ab. Lass mich mal am Arsch lecken. Guck mal, hier hat er noch eine Aufnahme scheinbar. Stimmt. Nee. Oh, Alter, das Ding ist locker. Das ist nur Plastik für den Schwellergon, das ist schwellerfest. Nein, fass du selber an, das ist Metall. Das ist rausgebrochen. Oder? Nee, ist Plastik. Das ist rangenietetes Plastik. Das hängt da aber die Schwellergeschichte dran. Nee, hast recht, das darf nicht so. Nee, das ist rausgebrochen. Rausgetüdelt, war aufgesetzt oder was vielleicht. Guck, hier. Ja, das breche auch nicht ganz raus. Wenn ich das so, ist schon ganz gut so, wie es raus. Ist. Da muss geschweißt werden. Siehst du, da sind wir schon fast bei zwei Tagen.
Ja, es reicht. So reicht es ja. Guck mal, hier sogar. Sag mal, ist das Brennflüssigkeit? Nee, ist Öl. Das Öl. Das ist alles eingesprüht von das ganze Auto. Ist das sicher Öl? Kann man probieren. Das fühlt sich an wie Brennflüssigkeit. Hm. Ist das, das undicht das hier irgendwo? Sehr komisch vor. Das ist undicht hier irgendwo. Die Ladungen sind aber, ja, guck mal, die sind aber, wenn du hinter der Halterung guckst, sind die aber rostig, siehst du das? Ja, ja, der Wagen ist ja nicht viel gefahren in seinem Leben, ne? Das ist so. Gucken wir. Aha, pass auf. Und die Bremsflüssigkeitswarnleuchte flackert in dem Auto manchmal. Ja. Dann wirklich eine Undichtigkeit im Bremssystem. Der hat undicht, der ist undicht, Alter. Könnte sein, wahrscheinlich ist der ist er wahrscheinlich hier irgendwo durch. Das sind Spritleitungen, die denken, das sind Bremsleitungen. Ja. Da auch. Lass uns mal gucken. Komm, uns mal angucken nachher. Das ist aber noch kein Öl. Also ich hab ihn gefragt, wo er das flackerte. Hat er gesagt, pass auf hier. Das hat er jetzt seitdem der letzte Mal beim TÜV war. Hat er in der TÜV-Prüfung mal richtig auf eine Handbremse gezogen. Aber es war eine andere Warnleuche wie die Handbremse. Ich kann mir vorstellen, dass die Flüssigkeitsanzeige ist für die Bremsflüssigkeit und die irgendwo eine minimale Undichtigkeit haben. Und da müssen wir dann beigehen, weil das gammelt ja wie Sau dann. Dann gammelt der ja an der Stelle. Die Bremsflüssigkeit ist tödlich. Für Bleche sich. Weil Alter. Nachgeschmack ist aber nicht Bremsflüssigkeit, von Geschmack her. Nee? Nee. Kann doch Sprühöl sein. Okay, ja, okay. Dann neue Bremsleitung hinten. Junge, was für ein Auto. Neue Bremse hinten. Aber guck mal, der hat doch ABS-Sensor, ne? Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht, ne. Ich dachte gerade schon. Guck dir mal den Auspuff-Endtopf an. Das sind Verschleißanzeigen. Hier, die Beine hier. Junge, was ist der denn? der ist mega leise, der Wagen. Der ne? ist ja niedlich. Der ist mega leise, finde ich. Ja. Und was für pimmelige Kleine. Obwohl die Rohre sind echt. Also ja, die sind nicht dünner gemacht. Nee, die sind nur draufgesetzt, diese Chromblende, ne? Ja, ja, okay. Deswegen. Sonst diese TRX-Reifen drauf. Von 2005. Die sind schon ein bisschen älter. Oha. Was hat der Radlager gespielt? Oh, die Achse fühlt sich ein bisschen gummiartig an hinten. Das ist aber normal, glaube ich. Ah, okay. Wir sollten auf jeden Fall müssen wir aber, ich glaube nicht, dass Gordon, glaube ich nicht. Weil guck mal, wenn du jetzt hier guckst, die ist nicht durch. Glaube ich nicht. Das sieht ja ein wie Schweller gerade frisch eingesprüht mit so einem Ölzeug oder irgendwas. Also ich weiß immer. Ja, hier aber auch, guck mal, wenn du jetzt hier guckst, die Kante hier. Ja. Also ein paar Sachen, glaube ich, die man eventuell sogar, die Kante hier, wenn du so guckst, das sieht auf jeden Fall nach Rost aus. Und die Kante hier anguckst. Da kommen wir mal. Hier ist Rost drin. Hier ist Rost. Würde ich auch sagen. Wenn wir mal einen Tag oder zwei Tage Zeit haben, müssen wir den mal zwischenschieben. Guck mal hier. Ist, aber nicht, ist ja nicht durch, sondern Bodenblech, ne? Ja, aber es ist aber das ist auf jeden Fall, müssen wir uns mal angucken. Das kommt mir aber dünn vor. Und das hier hast du aber recht. Guck mal, jetzt hier guckst, hier ist das fest. Und da ist das hier locker. Ja, ja. Guck mal, hier sieht es ganz anders aus. Bei dem Ding. Guck, siehst du das? Da kannst du die ganze Dings sehen, Struktur sehen. Stimmt, da nicht. Hier ist das aufgequollen richtig. Guck, und hat sich geteilt. Also, ich, also der Zustand weiß ich nicht. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir den mal auf die Bühne schmeißen, wenn der mal auseinanderbauen, ist er auf jeden Fall. Ich glaube, der war ein. Ach, hier, und das du hast nicht unrecht, der braucht echt ein, zwei Bleche. Ne? Ja, also, hätte ich jetzt nicht gedacht, die sind bei. Der Zustand 2 plus oder was du meinst, glaube ich. Ah, 2 kriegt er immer noch. Meinst du? Ja. Ich glaube, einen viel besseren wirst du nicht finden. Das darum geht es ja nicht. Nee, aber ja, die Dinger sind halt alle. Guck mal, die sind damals ja. Guck mal, ich kann dir mal hier von diesen BMWs die Laufzeit erzählen. Pass auf, das war so gewesen. Die waren mal teuer, ne? Dann wurden die mega, mega billig und von allen möglichen Leuten abgeranzt. Weißt du, so wie die Mantas und sowas, ne? Ich kann mir noch zeigen, dann kostet so ein Auto nur für 3.000. 3.000 hast du für einen guten bezahlt. Hm? So feucht. Stimmt. Und das ist. Stoßdämpfer ist feucht, ja, würde ich auch sagen. Ob das Schleppöl ist oder nicht, ist eine Frage. Wahrscheinlich ist er nicht mal der Beste. Hier ist er trocken. Hm? Ja. Also, er hat schon ein paar Dinge. Das ist ja schon bei 3 Tagen. Ja, Stoßdämpfer tauscht ist doch kein Tag Arbeit. Übertreib jetzt hier nicht. Doch. Max, ich will ja nicht sagen, ich gönne dir Zustand 1 plus. Der ist er aber nicht, hast Verstehst du recht. Du? Hast du recht, aber es sind Tatsachen, ich kann es nicht wegmachen. Ich hätte ja auch ein paar Rostpünktchen. Guck mal, jetzt hier guckst. Guck, siehst du hier? Da gammelt er auch. Ja, ja. Naja, gammelt, aber da rostet er halt. Hast schon recht, ey. Ja, hast du schon recht. Also, warum soll ich dir Scheiße erzählen? Von mir aus kann der Zustand 1 plus, das gönne ich dir voll. Aber du hast recht. Aber das ist nun mal da so. Ich kann es ja nicht wegmachen. Ein paar Dinger, ja, wie gesagt, ein paar Dinger hat er, ne? Also, aber TÜV. Guck mal hier, das ist doch auch nicht so normal. Nee, das ist dünn.
Das ist dünn hier. Guck, hier ist ein Loch. Ich weiß. Das ist ein Loch. Ja, hast du nicht unrecht. Aber es, trotzdem ist es ein wunderschönes Ort in einem Wahnsinnszustand. Ja, aber auf jeden Fall der Arbeit. Hast du recht. Also das sehe ich auch. Also, was ich sehe jetzt. Sowas. Was ist das denn? Hm? Das hat er hier nicht. Temperatursensor, schätze ich, für die hier, für innen. Oh ja, das kann sein. Für die, was die Außentemperatur ja, die ja anzeigt. Also, was ich auf jeden Fall sehe, an. Ja, gut, das ist klar, ne? Das setzt ja immer noch auf, das Ding. Haben sie dir Ohr gemacht. Der ist vorne auch irgendwie tiefer als hinten, von der Optik her. Ja, das hat so eine Keilform, hat der, ne? Ja, ja. Das Fahrwerk ist HNR-Fahrwerk, soll sogar original sein in dem Auto. Das HNR-Sportfahrwerk, da wurde mit ausgeliefert. Das glaube ich sogar, weil keine Bezeichnung nichts drauf steht. No. Alles blau, die Feder, okay? Also zu zustandsmäßig, Stoßdämpfer hinten rechts, was ich sehe, hier ein paar Dinger. Auf jeden Fall muss man hier mal rostmäßig nacharbeiten. Hm? Hier steht sogar H&R. Ja, ist H&R. Ja, genau. Hat der hinten auch draufstehen, da kommen wir auch drauf. Ah, okay. Ne? Also was braucht der? Auf jeden Fall braucht der Schweißarbeiten hier. Also jetzt, wenn ich jetzt zum TÜV damit fahre, kriegt der auch TÜV. Ne? Weil da wird kein TÜV-Prüfer der Welt, wird es mit einem Hammer an dem Auto rumhauen. Nie im Leben, ne? Aber Fakt, hast du recht. Also ich denke auch. Das ist ein bisschen Farbe ab. Das ist ja gut, das ist Dingsen. Aber das ist halt so. Ne? Ist ja auch der hier, der muss gemacht werden. Hinten rechts Stoßdämpfer muss gemacht werden. Beziehungsweise eingesprüht werden. Wenn da eingesprüht ist, ist es auch nicht mehr ölig. Guck mal, Sachen gibt. Mal überlegen, wie alt ist der genau? Der? Das ist ein 83er, der ist schweinealt. Siehst du? Ne? Das ist eigentlich ein uraltes Auto. Der ist uralt, ja. Was eigentlich? Der ist uralt. Ja. Ne? Das meiste sind Versiegelungsarbeiten. Versiegelungsarbeiten, die Geschichten, die liest man so, diese komischen Rostdinger auch drüben, das kann man, das ist egal. Ne, das ist hier, muss ich mich nachlackieren, aber wir nachlackieren sind noch viel schlimmer aus. Aber das gammelt ja weiter. Ja, nicht bei uns. Bei uns in der Halle doch nicht, Alter. Was gammelt hier groß rum? Haben wir aber einen Blick drauf. Ja, müssen wir auch. Der bleibt ja eh bei uns, der Wagen. Ja, wir müssen den regelmäßig, jedes halbe Jahr oder sowas mal hoch und gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Ja. Das ist einfach ein Auto, was in einer anderen Liga spielt. Ja. Und das müssen wir auch so behandeln. Ja. Das ist halt wir sollten gleich mal eben mit Bremsenreiniger den Motor trocken legen. Und dann können wir mal gucken, beim nächsten Mal auf der Bühne nehmen, wo das Öl herkommt. Ja, da ist schon einer. Guck mal hier. Was ist das, wie das da blüht? Ja, liegt in der Wagenheberaufnahme. Ja, ne? Aber da blüht es. Scheiße. Nur bei so einem Idioten. Der braucht ein bisschen Roststopp. Ja, das braucht ein bisschen Rost. Das ist ja so. Da muss ich erstmal tief an der Dampfe ziehen. Bei so viel Rost. Das ist ein Witz. Aber auf jeden Fall hast du recht. Also ein paar, wenn man den wirklich jetzt, also ich glaube auch, wenn wir jetzt die Flex hier ansetzen würden, wenn wir hier die Flex ansetzen würden, denke ich mal, ist da so ein großes Loch. Alter, das Ding hier. Das dahinter ist ein Loch. Und das da. Das erstaunt mich. Genau, das ist. Da ist ein bisschen Angst, ne? Vor. Und wo ich ein bisschen Sorge habe, tatsächlich ist auch, wenn du jetzt bei der Beifahrerseite von runter guckst, wo du auch schon Rost sehen kannst. Ich kann wetten, da, wenn der jetzt richtig mit Liebe reingeht, ist da auch ein Loch drin. Stell dir mal vor, ich schweiß den und der fängt an zu brennen. Oh! Ich meine jetzt nur so ein kleines Feuerchen so. Nicht gleich die ganze Halle. Also, ja, aber es tut schon weh. Wie früher. Nee, aber wir machen jetzt, wir hauen jetzt hier auf die 07er. Dann bleibt er erstmal im Museum und fährt bei mir mal durch die Gegend. Das kann er ja, ne? Ich habe sein ganzes Leben lang schon gemacht. Das gucke ich immer dagegen an, Mann. Gegen dieses Ding gucke ich jetzt immer gegen an. Warum hast du das gesagt? Ein Pflaster drüber. Ein Pflaster, ja. Weißes Isolierband. Lass uns eben, nur weil wir jetzt zum TÜV fahren, der packt ihn auf der Bühne drauf. Interessant, was er gleich sagt. Wenn er das Ding ist, auch wirklich mal durchsteckt von der Zeit her, ne? Mhm. Lass vorher mal eben den Stoßdämpfer hier ein bisschen absprühen. Lass mal eben kurz den Motor ein bisschen absprühen, dass der trocken ist einigermaßen. Und dann mal gucken, was er sagt. Und dann können wir beim nächsten Mal auf der Bühne sind damit, ja gucken, wie hart der Stoßdämpfer ölt und wir können gucken, wie hart der Motor ölt. Also wo es herkommt. Weißt du? Ja. Das ist so meine Idee. Ja. Wie gesagt, keine Sorge, wir reißen jetzt nicht auseinander. Ne? Also der ist echt wirklich in gutem Zustand, der Wagen. Aber Gordon dann kommt Gordon halt wieder. Ne? Weil Gordon, der kann auch ganz schön pingelig sein. Junge, Junge. Ja, aber. Ja, ist so.
Ist so, ist halt so. Ich finde. Aber ich finde den Wagen immer vom Zustand, vom Gesamtzustand ist er super. Ne? Ne, aber ist halt, wie gesagt, hast du nicht anrecht. Ich habe das ja eben gesagt, dass das ein Wahnsinnsauto in Wahnsinnszustand ist. Ja, ja. Oh, Fakt ist, du hast recht. Guck mal, das hier ist, gibt's bei uns, so gibt's bei sowas. Rost. Das ist wirklich so, ne? Ein paar Pünktchen hat er. Aber trotzdem, ein irres Auto. Irre geil, ne? Ja. Da kann man machen, was man will. Aber mal gucken, wie irre der gleich fährt. Das war schon durch Graupelwetter, Regenschauer dahin fahren. Ja, das geil. Gefällt mir nicht so schön. Mir auch nicht, aber willst du machen? Ist ein Auto, ist zum Fahren da, ne? Jetzt weiß ich auch, warum, wenn du im Internet so guckst und du so die Preise von den Dinger anguckst. Da gibt es welche, die sind, das ist ja teilweise, da sind welche, die kosten wirklich 50.000 von sowas, ne? 60.000. Und die würde ich gerne mal auf der Bühne, so ein Ding würde ich gerne mal hier mal auf der Bühne machen. Mal gucken, wie die so aussehen. Die sind auch nicht viel besser. Kann sind da alles alle Quoten. Weiß ich nicht. Weil der ist ja unrestauriert, der Wagen. Hat ja nie einer aufs Nagel gepflückt, glaube ich. Ja, es gibt auch welche, da hast du nichts. Das gibt's auch. Ganz sicher. Ja, muss es ja geben. Dass sie wirklich gar nichts haben. Oh, der hat auch schon auf, also wie gesagt, der hat auch schon auf das Maul gekriegt. Der ist auch gefahren, den Wagen. Ne? Obwohl, wenn ich jetzt wie die Historie nach so gucke, so hier ist er auch nur. Ich glaube, in 29 Jahren ist er, glaube ich, mit dem Ding gefahren. 14.000 Kilometer oder sowas. Das geht, ne? Also wenn du es auf Jahr umrechnest, ist das nicht viel. Und deswegen ist er, der ist immer zum TÜV gefahren, so wie er ist. Er hat die Probleme gemacht, weil er auch nicht viel gefahren ist. Ja. Naja. Alter, ich habe richtig einen Graus davor, das Ding mal abzunehmen hier. Jo, ich habe richtig einen Graus vor. So, ich komme mal mit die roten Nummern schon mal. Ich auch. Ich sag's dir, ich auch. Rote Nummern liegen bei mir. Liegen bei dir? Okay. Ah, okay, perfekt. Ach so, und zum Thema hier, wie gesagt, Zustand ist wirklich Sahne, Hammerkiste. Aber halt, ne, Gordon hat recht, ein paar Dinge hat der halt. Ne? Aber das ist auch kein Wunder, weil der ist halt, wie gesagt, der ist ja Originalzustand, der Wagen. Der wurde ja nicht jetzt auseinandergeflückt und komplett restauriert, der wurde noch nie. Ne? Der ist schon, der steht echt super da. Vor allem, die Dinge sind auch legendäre Roster. Ne? Ich meine, guck mal, dagegen so ein Golf wie der zum Beispiel hier, das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Ne? Guck mal, wenn du guckst jetzt, wie schlecht der hier ist, teilweise hier vom Rost her, machen wir gerade alles schön wieder. Jetzt sind die Verbreiterung auch ab, hier die ganzen Endspitzen. Guck mal, normal werden die mal zugeschmiert bei anderen Leuten. Wir machen da noch Bleche rein. Ja, das kannst du ja auch von einem Plastik so mit schmieren, fertig. Aber das macht ja keinen Sinn. Deswegen ist er hier schon wieder. Ich bin schon wieder ein bisschen zukunftsfrieden, der Kollege. Nee, aber so ungefähr ist das. Übrigens ist der Golf 2, den wir geholt haben, Gordon und ich. Lustigerweise das Video, was heute auch kommt auf YouTube für euch. Die Bremse, die haben wir neu bestellt. Geht ja komplett neu, weil die ist nämlich fritte. Die ist nämlich innen total tot gelaufen. Da auch, Motor ist ein bisschen ölig, weil er richtig Öl pisst. Seht ihr? Müssen wir mal gucken. Kurvenlüftung kriegt einen neuen Schlauch, habe ich bestellt. Wahrscheinlich ist der Ölstaub nämlich voll bei dem Ding. Und dann pisst der, schießt er mit den Scheiß um sich rum. Ne? Einen Türgriff haben wir noch im Außenlager für den, hinten rechts, wo der in der Bude ist. Und dann haben wir den auch fast schon wieder auf der Straße. Also der ist bald im Autohandel zu sehen, der hier. Golf 2 ist momentan so unser Bestseller, wenn wir einen Golf 2 haben. Den haben wir angefangen, dann machen wir den und dann ist er eigentlich immer sofort weg. Das ist verrückt, aber ist wirklich so. Vor allem als Viertürer. Früher würde die keiner als Viertürer haben. Letzte Auto für den meisten. Jetzt mittlerweile tatsächlich Viertürer haben sie alle Bock drauf. Und das ist ein 1,3er ins Set, das finde ich ganz gut. Wenn es jetzt ein 1,6er wäre oder so, das ist nicht so der geile Motor in dem Teil. Wenn der Vergaser rumspinnt, dann kriegt man einen 9. Das ist ein bisschen doof. So, ich gehe mal die Papiere von dem BMW holen. Wenigstens hier den Schein. Und dann gucken wir mal, was der Prüfer dazu sagt. Wenn er Zeit hat. Wenn er keine Zeit hat, haben wir nur eine Probefahrt gemacht. Ist auch nicht so schlimm. Also ich bin noch nicht auf so viele Sachen noch nicht so gespannt jetzt so dieses Jahr. Ne? Auch so diese Probefahrt mit diesem BMW. Weil der Vorsitzende hat mir gesagt, Alter Max, das Ding macht richtig Spaß. Das glaube ich sogar. Weil das Geile ist ja, ist ein M30 Motor drin. Das ist der gleiche Motor wie in unserem E34, den wir auf dem Hof stehen haben. Und ich meine, wenn wir die Dinger jetzt weiter am Laufen haben, dann haben wir schon, da sind richtige Raketen gewesen. Ne? Also kannst du echt was machen. Ich schaue mir gerade noch mal so ein Gym-Him rein. In der Halle hinten lauern die ja schon auf mich. Ready to Rock hat noch zwei Kassetten gefunden. Eine Torfrock-Kassette und eine Rolling Stones-Kassette. Ich habe zwei M-Manta und zwei M-6er. Es geht. Rote Nummern sind dran. Mal gucken, wie er sich so verhält. Weil eintragen auf den 07er kann ich ihn erst nächste Woche. Und wir haben heute noch kein Auto fertig für die TÜV-Tour. Deswegen kommt der mit. Gucken wir mal. Ah.
Oh. Kein Stadtmacher, aber nicht so gerne, ne? Läuft so fett. Gucken, wenn nachher Läufer ein bisschen gefahren sind. Feder macht Bong-Geräusche, hörst du das? Boing, boing macht er so ein bisschen. Komisch. Gucken wir mal. Gucken wir, wie sich verhält. Wir fahren jetzt mal nach unsere hier übliche, da weiß ich wie viele Kilometer. Unsere, was sind das? 5? 30 Kilometer oder so? Ja, 30 Kilometer will uns haben ungefähr, ne? 25. Also kannst du den Kofferraum packen? Ja. Besser ist das. Auch für mich jetzt, guck mal, ich komme mal gegen die Decke. Echt? Ja, von der Größe her? Da. Hä? Guck mal, ein Aufkleber. Ah, du wieder! Ich Pingelgott! Du guckst. Oh, das ist der drauf. Das Knallen vor links ist jetzt komisch. Läuft nicht gut. Fühlt er gar nicht. Ja gut, aber die haben wir auch schon dreimal auf viermal kalt gestartet jetzt, ne? Ja. Freipusten die Kerzen mit dem Ding. Ja, ja. Das ist ja auch so ein Sammlerauto. Das ist ja nicht jeden Tag gefahren worden. Ich glaube, so ein Auto, also ich sage immer wieder, so eine Karre hast, weißt du, die hier so 500.000 gelaufen hat und jeden Tag gefahren ist, machst du die bessere Karre. Ja. Ist nicht elektrisch, okay. Ist mechanische Sache, sollten sie auftüdeln. Aber die Feder sind auch heile, diese hier, das ist selten. Ja. Meistens brechen diese Federdinger. Bei meinem E30 hängt das immer runter. Und bei Marc sein E30 auch. Alter, das Dach ist echt voll gut. Ja, ich komm doch gegen die Decke, ne? Ja, also, sitzt auch ein bisschen. Aber ich glaube, Höheneinstellung hat das Ding. Also hat er schon, aber halt für meine Höhe ein bisschen groß für die Karre. Ja. Man hört schon mal. Das gehört. Ja, man hört's, ne? Man hat Getriebe auf jeden Fall. Hat aber auch gesagt. Hat er schon immer, seit 29 Jahren, auch dieses Sägegeräusch im Getriebe. Und der Vorsitzende hat ihn dann angerufen und gefragt. Ja. Und der meinte, da haben sie ein Getriebe eingebaut, wo auch der ganze Getriebenummer hier drin, die stimmt nicht. Ja. Ne? Ja. Und der haben sie so gesagt, da ist ein Getriebe drin, hier, was gerade verzahnt war, auf allen 5 Gängen. Also so Renngetriebe-Verschnitt. Ja, ist das Renngetriebe. Also hat einer was getüdelt, würde ich sagen. Ne? Getüdelt, ja. Einer hat was getüdelt an der Karre. Ja, okay. Vor 30 Jahren hat einer ein Getriebe da reingetüdelt. Und das Getriebe ist jetzt immer noch drin. Eine Sperre war geil, Alter. Ja, erstmal hier komplett quer auf die Straße ballern. Ja, ja. Da reicht ja schon 40% oder so, ist ja schon reicht. Also auf jeden Fall merkt man, dass er nicht, also dass er schon Leistung hat. Aber Drehungen merken wir hier schon mal an. Kommt schon mal ganz gut aus dem Quad. Das ist ja die Achse hinten, die ist rot. Das ist die Achse hinten, die jault. Was ist das? Oder Last? Das ist das Getriebe. Das ist die Hinterachse, ist das. Das ist halt die Hinterachse, die jault mit dem Ding. Ich glaube, ja. Kommt von hinten? Ja. Ja, hundertprozentig. Ja, hab ich gehört. Haben wir für das 911er auch. Nee, 944 hinten. Das ist das Differential hinten am Suchen. Das geht nicht mehr. Ja, einer, weil ich hatte aber auch Getriebe hinten, ne? Was? Ja, der, so, Porsche. Der Porsche. Ja, der nicht. Ich der, der hier, wie? Was, wie? Ich ist hier kein Scheiß. Hing doch da. Der Porsche ist ein Transaxle. Der hat der Getriebe und Differential ist hinten. Ist hinten. Das ist hinten. Hinterachse ist das. Die Jault. Ja. Hundertprozentig. Und die hat gerade frisches Öl gekriegt. Hat man aber auch öfter mal. Also Hinterachse. Das ist halt so. Die sucht mal. Weggetriebene Autos. Pass auf, wenn du jetzt. Vom Abrollgeräusch. Gut, der 2005er Michelin TRX-Reifen drauf, wie die heißen. Der Typ hat ja auch Abrollgeräusch. Achso? Kann der übertragen, das Geräusch.
Genau. Guck mal. Nee, ist von Getriebe. Das Geräusch. Fass mal den Teilstar an. Ja, ja, ja. Der wird hier ein bisschen Gas geben, das Geräusch kommt. Merkst du bitte, kommt mit. Ja, ja, ja. Merkst du das? Kommt mit dem Getriebe mit. Ja, ja, ja. Hab ich gemerkt. War geile Karre. Also auf Laufen tut er super sonst, ne? Er läuft super, sieht gut aus. Das ist hier Schuk. Das ist, glaube ich, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer. Schuk. Ja, ja, Nebellampe. Ich fand den gut. Guck mal, jetzt guckst du mal hier. Guck mal, den finde ich nervig hier. Das finde ich auch, der muss auch fest gemacht werden. Das muss fest. Das ist voll nervig. Und du schaltest und dann hast du ihn so. Ja, da bin ich so pingelig wie dafür. Ja, nee, das wird mir auch. Aber sowas. Mir wird es. Das wird mir schon sagen. Ja, ja, mir auch, Alter. Ich bin genauso. Was meinst du, wie lange ich geguckt habe, bis das Ding da gerade ist? Alter, die Karre sieht meistens dann aus wie Scheiße bei mir komplett, aber der Schaltlauf, der ist dann gerade. Ja, ja, das kann ich auch nicht. Sowas von drauf. Aber sonst, wie gesagt, also schönes Auto. Ich will dich auch gar nicht schlecht machen, weißt du, das ist das Problem. Nein, ich bin immer dazwischen. Ne, das ist das Ding daran. Habe ich so ein bisschen Angst vor, weil ich habe ihn echt günstig bekommen und der ist auch echt gut, der Wagen. Aber das ist halt, also Preis, weißt du, preis-leistungsmäßig, das ist eine Rohkarosse sein müssen, die gar nicht fährt. Weißt du, was man überlegt jetzt? Also ich will den auch nicht schlecht, das ist ein wunderschönes Auto, sag ich immer wieder. Weil er hat ja uns ausgesucht, da wir das Auto gekriegt haben, was er seit 29 Jahren hat. Ne? So krass. Hast du ein bisschen warm tüdeln? Ich schätze mal hinten so, hier in Neustadt-Göhlen, so ist er warm. Und dann mal gucken, was er so kann. Bin gespannt. Den kannst du auch vierstellig fahren. Guck mal, jetzt überlegst du, fährst du Landstraße? 80. Braucht der Lauf- und Hausanzeige irgendwie 7 Liter. Aber wenn du jetzt Landstraße 80, dann bist du vorne, kommt nämlich jetzt gleich 100. Fährst auf 100 hoch mit der Kiste. Geht da hoch. Ja, hier, da ist die Funzel wieder am Leuchten. Ja, ich sag dir, wie es ist. 16 Liter geht ja auch noch. Das ist doch gemütlich. Der ist voll getankt. Jetzt blinkt sie so ein bisschen. Ja, jetzt. Ich sag auch Flüssigkeitsstand. Guck mal, der bremst. Nee, ist nix. Komisch. Einmal seit dem TÜV. Einmal am Prüfung mal rangerissen und dann ist das so. Aber guck mal, die Lampe für die Handbremse ist ja das hier. Guck, hier. Ist das? Ja. Ist ja die rechte. Ja. Das ist ja ganz getrennt. Das ist ein ganz anderes Ding. Ja. Oder das ist die. Oder eine von den Verschleißwarenanzeigen, von dem Bremsenspind rum. Ich hätte diese Kabel dran gehabt. Ja, das ist natürlich auch möglich. Das war unser ABS, was wir getüdelt haben. Ja, ja. Oder ist das hier die Verschleißwarnanzeige links da? Ist das also noch so ein Ding? Keine Ahnung. Ja, ich glaube doch. Ich würde sagen, das ist die Verschleißwarnanzeige. Ja. Würde ich sagen. Ja. Aber der fährt aber so, als wäre der 9. Ich schwöre dir das, guck mal. Fährt direkt, lenkt der, ja. Ein Wahnsinnsauto. So, aber du, Mercedes gewohnt bist, vor allem. Mit hier sind ja solche Eierkisten, weißt du? Ja, ja, Alter, ja. Junge. Das ist ein Wahnsinnsauto. Oh, dein Ding brennt. Ich bin gedreht hier, Alter. Ich bin schon so nervös. Komm schon gar nicht mehr klar. Aber oh, schön, Erdbeer ist auch super. Ah, Emily Erdbeer ist wieder am Start. Alles gut. Alter, krass. Das riecht sogar gut. Bordcomputer, guck mal, Verbrauch 16,01 zeigt da an jetzt. Temperatur außen 7 Grad. Ankunft, bla, keine Ahnung. Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit 30. Hat er alles drin, ne? M4. Also noch, wo wir gefahren sind, 5 Kilometer jetzt. Geschwindigkeit. Okay. 7 Grad, also Sommer, wo bleibst du? Was Erderwärmung, Alter. Wo ist sie? Es wird immer kälter und die klatschen von Erderwärmung. Ich sehe uns schon wieder ohne Cut. Erderwärmung, wo bist du? Frierst du so die Lanze ab, wirklich. Das ist ja nicht mehr normal, Alter. Ey, wirklich. Schön, also nee. 2 Tage hatten wir immer so 20 Grad oder was, oder 3 Tage. Ja. Und also, das ist arschkalt dieses Jahr, fängt schon gut an. Und ja. Sehr begeistert. Das war jetzt eingeschworener KTM-Reiter. Sonst hatten wir schon Ende März hatten wir schon was, 25 Grad. Und jetzt ist das ein Jahr schon wieder. Also wirklich. So, mal gucken. Alles schön von diesen Klimaklebern.
Genau, die haben das Klima kalt gemacht. Ja. Läuft. Guck mal, die Straße, wie abgedreckt die jetzt hier ist. Es gibt nichts Nervigeres, als mit so einem Auto, was wirklich komplett penibel sauer ist, über so eine Gammelstraße fahren. Junge, Alter. Sag mal, Leute. Deswegen fahre ich immer Gurke im Alltag. Das geht gar nicht anders. Können wir nicht mal fegen hier? Junge, Junge. Du weißt, was ich meine mit der Karre hier? Jedes Dreckding fängt voll ab. Ja, na klar, weiß ich. Jedes. Gespannt, wa? Gordon ist weg. Die Dürfte, Katze ist leer. Die Karre, Alter, der hat Drehmoment wie Sau. Also den will ich gleich unbedingt nochmal richtig fahren, den hier. Aber in nassem Wetter, weißt du selber, der geht nur quer. An der Walli ist eigentlich ganz geil, dass er quer geht. Ich will mal gar nichts gegen sagen. Schau mal. Ich habe gerade versagt, der Typ kann hinkommen. Der klingt vom Anfang genauso, wie ich sag mal, mein Trabi im ersten Gang. Der klingt genauso. Oder halt wie hier, wie der Dings. Wie soll ich sagen? Wie hier ein Auto im Rückwärtsgang. Dieses Jahrhundert. Bitte? Klingt genauso. Die Frage ist jetzt, ob es so ist oder nicht so ist. Aber fragt uns jemand, die Karre schaltet sehr, sehr knackig und sehr gut. Aber vom Fahren her, der fühlt sich echt an, als wäre er neu. So, ist ein bisschen später. Das Gute ist ja, dass das die Prüfstelle gleich neben Action ist. Das heißt, wir könnten mal eben schnell ein bisschen Action machen noch und schon ein bisschen Energy für den Museumstag holen. Alles klar. Genau. Alles klar. Also das war schon... Das hat auf jeden Fall ihr Potenzial. Das war schon merkwürdig. Aber interessant, für Gewerbekunden ab 50 Euro aufwärts kann man vorbestellen, hat sie ja erzählt. Ja? Boah, was für ein Quatsch denn? Das sind doch Paletten, die da einfach stehen, die kannst du so kaufen. Hat sie erzählt. Aber das ist doch, weißt du, vorbestellen jetzt. Weißt du, was ist das für ein Quatsch? Wir haben doch Palettenware da geholt bei dir. Könnt ihr das doch viel einfacher, als wenn wir sie da vorher irgendwo hinpacken? Überhaupt kein Aufwand. Nee. Na egal, auf jeden Fall war wir beim TÜV gewesen. Unser Gutachter, das Gutachten ist gemacht, aber noch nicht geschrieben tatsächlich. Das macht er erst noch. Wie gesagt, hat Fotos gemacht, hat geguckt und so, sagt, wenn es gut geht, muss er noch ein bisschen drüber schlafen, sind wir bei einer 2 minus. Also ist der echt gut beieinander, der hier. Bei 222.000 Kilometer steht der richtig gut da, ne? Hammer Ding. Da piept der immer so nervig rum. Bing, bing. Wettert mit dieser eine Lampe, die mal blinkt zusammen. Sogar da ist eine Elektrik drin, die nervt. Ja, Mann, ist so. Baujahr 83. Ja, 83er Baujahr und piepst schon voll nervig rum. Aber fahren tut er gut. Das ist ja ein Traum, ne? Wie, total geil, ja. Traum, man merkt richtig, dass hier alles ran gemacht wurde und richtig Liebe reingesteckt wurde in die Kiste hier. Ja, aber wie gesagt, 2 Minuten ist es tatsächlich so, habe ich auch so erwartet. Aber für 2 hat so viel gelaufen. Ja, aber das ist ganz cool. Das ist jetzt, kann man wenigstens sagen, ich gehe jetzt eh ins Museum. Ne? Nur halt, das ist nur halt, falls wir mal was haben mit der Versicherung oder so, einmal da reinbrettert oder mal irgendwie unser Laden abtüdelt oder keine Ahnung was, dann haben wir das auf der Hand. Darum geht es hauptsächlich eigentlich. Das ist der einzige Grund. Sonst tatsächlich. Wieder ein guter Daily Driver, ne? Ja. Bei Horrorschweißer Gordon ist das sicherer. Kamikaze. Kamikaze, mach mal drauf. Ja, ich steh vorm Tank. Ja, da ziehen wir erstmal eine Naht. Oh, oh. Bisher läuft's. Gordon, das wird laufen. Also wird nicht so laufen. Geht schon. Das wird nicht so laufen. Nicht so. Wäre ganz gut, ja. Also Fakt ist, wir haben ihn lieb. Aber sieht schon wieder aus wie Sau. Diese eine Straße gerade eben, die wir gefahren sind, wieder die hat die ganze Karre versaut, ja. Also das. Und ich wollte ja nicht möglichst sauber beim TÜV stehen haben. Also, da kannst du mal sehen, was das macht, wenn da nur so ein bisschen, ne, so 100 Dreck Meter ist so. Oder 200 Meter. Dreck. Der sah aber wirklich sauber aus. Also heute Abend, ist egal, ob ich ihn schon eingetragen habe, wo unten nochmal nicht, ich fahre mit einem Strich 8er nach Hause. Weil der Wagen ist echt stressig zu fahren. Wenn du den sauber halten willst und gepflegt halten willst, das ist ja der Vorteil bei der Gurke, ne? Ja. Bei der Gurke, die kann halt einfach, hat schon Bock, die Karre, ne? Also hat echt schon. Also der hat schon Dampf. Der hat Bock, ne? Ja, kannst sagen, was du willst. Wenn du ihn so befragst so, und dann mal eben so bei 2000 drauf tüte, so 2500, kommt der. Wie war das? Steht schief. Wie war?
Oh, Alter. Bingelgordon wieder am Start. Schief. Ja. Das ist eins einfach versetzt. Ja, das stimmt. Kann sich ändern. Aber kann man damit leben, oder nicht? Also ich kann damit leben. Kannst du damit leben? Ja. Cool, wie klein die Kurve ist und wie weit du jetzt schon denkst. Aber wenn ich andersrum fahre, denke ich ein bisschen weniger. Ja, das ist ja gerade das. Ne? Junge, Alter. Ultima Gutachter Gordon ist halt unterwegs. Ja, ich bin sehr, sehr pingelig. Auch mit meinen Sachen und sowas bin ich sehr, sehr pingelig. Ja. Guck mein Handy an, mein Laptop nochmal. Das Laptop jetzt nicht. Aber. Mhm. Weil das hat mich so geärgert schon, da war ich schon so sauer auf das Ding. Aber normalerweise, wenn 7, 8 Jahre alt ist, hast du nicht einen Kratzer dran. Ich hab das sind sehr pingelig. Ich hab das ja mit meinen Dings, hier mit meinem Handy. Guck mal, der hat schon die ersten Verschmelzungen beim Schweißen auf dem Display. Ja, ich bin das ist mir egal, ist ein Nutzgegenstand so, ne? Ja. Gut, diesen hier tatsächlich sehe ich auch nicht als Nutzgegenstand. Den sehe ich so richtig als Oldtimer. Der muss ein bisschen gehegt und gepflegt werden. Der kann schon im Museum stehen und mal zum Oldtimer-Treffen fahren. So sehe ich ihn, deswegen habe ich ihn nicht richtig angemeldet. Ich kann doch nochmal anmelden. Ja. Sonst hat nur 7 noch. Ja. Ne, aber dann wäre es viel zu gefährlich gewesen. Dann würde ich den viel öfters fahren. Mhm. Obwohl, mein Handy im Moment, also, da passe ich auch nicht so. Das ist ja auch schon 3 Jahre alt oder 2,5 Jahre alt fast. Ja, das sieht doch besser aus als mein Handy. Da das ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Da passt mir aber auch nicht so drauf. Das passt, das kann echt. Also bislang, das kann alles ab. Das ist echt stabil. Ich muss auf jeden Fall dann nochmal Gas geben, mal gucken, wie der so läuft. Wenn du auf Drehzahl tüdelst, den Kollegen hier. Oh, aber sind die Straßen halt nicht für geeignet hier? Alles voll. Für die Rennmaschine. Guck mal, jetzt kommt hier der Bahnübergang. Hier können wir nicht mal wegfliegen. Das ist ja voll über den Strich 8er. Kannst du jeden Tag durchladen, weißt du? Das merkst du sowieso nicht. Musst du durchladen. Ja, genau, geht gar nicht anders. Leben am Limit. Das bleibst du zu Hause mit dem Ding. Ja, Mann. Wenn du nicht durchlädst. Da hieß er doch innerorts. Wir sind über der abgesperrten Teststrecke. Dann gucken wir gleich mal, was er dann so kann, der Kollege hier. Ja. Oh, das ist wieder nass, guck mal. Hier ist gerade trocken, da hinten ist nass, gerade eben war Regen. Ja. Das ist kein Regen. Das ist ums Dorf hier drumherum gezogen. Sogenanntes Dalmatinerwetter. Dalmatinerwetter. Ach so. Alles, was geht. Original der Martina-Wetter. Oh Mann. Oh, guck mal, ich fahre jetzt gerade im dritten Gang bei 2100 Umdrehungen bei 60. Ja. Das ist ja nicht voll entspannt, ne? Ja. Also, Übersetzung ist lang. Also, das ist ein Autobahnauto, das Ding hier. Ja. Da läuft schon seine 250 oder 240 läuft der. Ja. Schätze ich. Ich tippe so auf 250 echte so. Ja, ich auch. Also, oder unechte. Tippe. Unechte, genau sein. Nee, echt. Guck mal. GPS. Guck mal, man muss ein Drehzahl geben, den Kollegen. Junge, der hat keine Sperre hinten, aber voll gemerkt. Ey, der geht gut. Also ich bin noch im dritten Gang, ne? Alter, der ist so lange übersetzt. Der ist so lange übersetzt, Alter. Du kannst im dritten Gang mit dem Ding dir 4200 fahren. Das kommt. Also obenrum kommt er ganz gut. Ja, also im vierten Gang fährst du die Kiste locker 200. Ja. Ja, das sehe ich auch so. Also die Triebe ist doch nicht original von der Karre. Wenn er wach wird, also so obenrum, Alter, da merkst du, dass er dann richtig Bock hat, ne? Aber Alter, im Fahrzeugschein steht drin 220, oder? Dann drehen wir, gucken wir kurz. Ja, aber wenn das Getriebe... 229! Ja, wenn das Getriebe schon nicht original ist, dann ist das... Ja, die Getriebenummer von dem Auto, die er hat, müsste von 4-Gang-Getriebe sein. Ja. Hat er aber gar nicht, 5-Gang-Getriebe. Ja. Also wahrscheinlich ist das ein anderes Gehäuse und haben sie ein Getriebe reingebaut. Ja. Die Frage ist, ob sie es umgebaut haben damals, wenn es billiger war, oder ob sie es umgebaut haben, damit er schneller wird. Denke ich mal. Also macht ja eigentlich Sinn, ne? Ja. Bei so einem Auto. So, einmal die Brillantwäsche. Also das ist nicht die teuerste. Nee, Premiumwäsche. Die Brillant ist eine andere. Wollen wir ja nicht übertreiben, ne? Bevor wir schon bei der Score. Kann er mir sauber ins Museum rein. War schon eine geile Karre. Kannst sagen, was du willst. Also
Mach euch Spaß, das Ding. Ich habe Marco gerade mal eine Nachricht geschickt, ob er mal Zeit hat, die Tage. Dann geben wir ihm noch mal Nerven mit der Kiste. Mach uns nicht kaputt. Ja, ja, kann er ab. Aber den kriegen wir hier sauberer als auf dem Hof bei uns, weißt du? Ja, klack, klack. Die Scheinwerferreinigungsanlage weg. Alle abgefallen? Abgerissen. Also, dagegen sind die ja versichert hier bei der Tankstelle. Das ist der Vorteil daran. Ja, ja. Alter Schwede. Ja, ja. Ich sag aber, ich bin Handwaschen wieder nie so schön, wie wenn ich ihn so waschen lasse. Die Anlage ist übrigens nagelneu hier. Von der Halle meckern, die Mütter nach dem Katzern und so. Junge, Junge. So, sieht aus wie neu wieder die Kiste. Kann er gleich in die Gurkenhalle. Bing! Erstmal meckern. Guck mal, was ist die Schuhe sauber? Das ist hartes Leben, Alter. So im Gegensatz zu beim K30, so egal wie dreckig die Schuhe sind, batsch einfach rein und fertig, ne? Ja. Bei dem hier Schuhe putzen, da sauber machen. Ist immer noch nicht zu, ne? Ja, fummeln. Die sind ja nicht zu. Ne, jetzt nicht zu. Nee, die muss richtig knallen. Die muss richtig zuknallen, damit die richtig zugeht. Von außen jetzt steigt die nicht mehr rein. Sehe ich schon. Da hat der Marco auch nicht geantwortet. Er hat meine WhatsApp geschrieben und gesagt, Alter Marco, guck mal. Hast du mal Zeit für Prüfstand? Ja. Oh, hier, guck mal. Schöni. Bei ja. 49. 49. Ja, Stadtverkehr im dritten Gang. Der ist so lange übersetzt. Das ist interessant in dem Auto, finde ich. Ja. Den kannst du auch voll sparsam fahren. Also ich sag dir, für mal vierter Gang bei 1.100 und bei 50. Früher habe ich in der Fahrschule gelernt, dass du im dritten Gang nur in die Stadt fährst. Echt? Ja. Das dann war mal normal früher. Ich warte mal im fünften Gang gestartet. Komm das Auto an, ne? Ja. Du hebelst in den Hebel ziehen und dann machst du ihn auf. Und dann ist er halt auf. Die Dämpfer. Oh, Alter, guck dir diesen Motor mal an. Wild, ne? Meine Fresse. Das muss man ja diesen Behälter mal angucken. Welche Lampe geht an, weil ich den Stecker hier abziehe? Würde mich interessieren. Ich den Stecker jetzt hier abziehe. Der wirkt auch nicht ab. Ist jetzt ab. Der müsste jetzt hier müsste eine Lampe angehen bei dem Auto. Ja, ist ja keine Zündung an. Jetzt wird nicht viel passieren, oder? Gucken wir mal. Alles an. Normal. Jetzt aus. Jetzt aus. Was? Nee, hier, blitzt immer noch. Und jetzt, wenn wir. Achso, hast du abgezogen, ne? Ja. Hast du abgezogen, ja. Ja, bei dir hat er gerade gezögert, Gordon. Das ist immer komisch. Bei angehen. Als ob der wenig Wackelkontakt da hat. Aber ist ja voll, ne? Das sieht ja voll aus. Vielleicht ist der auch voll. Gut, hat er, ich hab ihn ja schon gefragt, er meinte, daran liegt das nicht, ne? Aber gucken wir ja trotzdem. Und den wollen wir ja mal eben auf vollstellen von der Einstellung her. Brauchen wir aber gar nicht, Alter. Da ist genug drauf, der ist rennvoll. Ja. Der ist bei Max. Wenn er schon mal reingeht, ist er noch maxiger. Ist das nicht. Dann wird er irgendwo tatsächlich einen Kontaktfehler haben und mal rumspinnen. Das ist mal eine Baustelle für Winnie oder so. Ich traue mich gar nicht an dem Auto zu schrauben. Der ist so gut. Ja, was meinst du, wie mir das gestern ging? Mit dem Lenkrad festziehen, ja, und so, gerade, ne? Gerade Lenkrad, genau das, was du immer vor der Nase hast. Weißt du? Guck, kannst du gerade schon auslesen im Wagen. Guck mal hier. Hier, ja. Guck. Ja, irre. Verrückt. Ist das ein schöner Motor? Der ist wild, ne? Oh. Das ist Öl, wa? Das ist Öl. Wo kommt das Öl denn da hin? Wenn man nachfüllt, dann muss es ja eigentlich. Aus dem wahrscheinlich. Kommt so ein. Von der Schraube, ne? Könnte sein. Ja gut, die Ventilator ist eh nicht mehr die beste, haben wir ja schon gesehen. Aber jetzt gerade eben, wir haben ja gerade eben den beim Drift auf der Bühne gehabt, haben wir online geguckt, wenn wir voll sauber gemacht. Da war kein Öl am Motor. Also scheint der Fehler
mit dem Ölverlust nicht sonderlich akut zu sein, nur ein bisschen zu sein. Jetzt den Becher hat er auch mal neu gekriegt, so wie es aussieht. Oder neu lackiert. Und zum, nee, so ein Preisschild noch dran. Ja, eben. Du Scheiße, ist noch alles, ist alles neu. Was ist das denn? Handy hat geklingelt. Alles, was geht. Ach, das ist für vorne, ne? Für Scheibenwasser. Schnell auf. Scheibenwischer, ne? Was Scheibenwasser ist hier? Für intensiv, welchen du da reinfüllen musst. Das ist normal, genau. Das ist für die Scheibenwaschanlage, für Scheibenwerfer vielleicht. Ja, sein, ja, ne? Ja, meine ich. Die Scheibenwerferwaschanlage. Und guck mal hier, Alter, mal ohne Scheiß jetzt hier, guck mal hier. Gut, aber er hat ja auch eine 2 minus, ne? Oder? Er hat eine 2 minus mit, ich muss mal drüber schlafen. Wild, echt wild. Gut, Freunde, das war jetzt unser Video zu der Kiste. Das war ja nur so unsere Bestandsaufnahme. Und die Bestandsaufnahme sagt eigentlich ist der super, da ist nicht viel dran. Das Einzige, was da halt vielleicht ein bisschen nach so hat, wenn man überlegt, ist hier, wir können mal gucken, warum diese Lampe da an ist. Aber das ist, tut auch nicht weh. Weil die kannst ja so fahren. Ne? Und das ist für meine Verhältnisse schon überdurchschnittlich cool im Zustand. Also so halt nie gedacht, dass ich so eine Kiste mal fahren würde. Ja, ich habe Marco geschrieben, wenn Marco da Bock drauf hat oder was, wenn er Zeit hat. Vielleicht fahren wir mal nach Dortmund auf den Prüfstand. Da kann er mal einen Roadtrip mit dem Ding machen. Ja, nächste Woche kommt er auf die roten 07er Kennzeichen und dann gehört er zur Sammlung dazu, zur Gurkensammlung, zum Gurkenmuseum halt. Auch wenn er ein bisschen weniger gurkig ist. Junge, ich kipp um. Was eine Karre. Schönes Ding. Gut, ihr wisst Bescheid. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Weil jetzt geht's wieder ins Alltagsgurkengeschäft hier mit hier unseren Tüdelkram, den wir halt immer so machen. Gordon macht noch einen Golf 2. Ne? Ich mach gleich Bilder von den Corsa da. Außer ich habe schon eventuell Interessenten für den Wagen. Mal gucken, vielleicht brauchst du nicht mehr machen. Dann geht's nochmal an den hier. Dann geht's sowieso genug. Und zur Rückentanne muss noch gehen heute. Habe ich Termin zum Kneten. Ach, der ABS-Computer. Das ist aber das Steuergerät. Das Computerding hier. Da kann sein, ruhig. Ja, das ABS hier. Das ABS-Ding. ABS-Block, ja. ABS-Block, der hat dann. Alter, ich weiß auch nicht. Aber das mit dem. Seitdem TÜV hat er das mit diesen Dings. Wo war das immer ein TÜV? Mit diesen Rumgepiepe da und diesen Rumgeblinke und Getüdel. Vielleicht sind doch die Belege runter hinten oder so. Oder hinten ist oder ein Verschleißsensor ist kaputt, ne? Kann ja auch sein. Oh, eins von den Dingern. Jetzt geht das wieder los. Sie geht so schön auf. Du und die Tür. Tut mir das Öle weh. Geil ist das hier. Man müsste runterlegen hier. Bei den anderen BMW musst du dir mal so zuknallen, ne? Dann musst du bei dem hier dann diesen Hebel, der hier ist, dieser große, den musst du dann vordrücken und dann geht die automatisch rein in die Nut. Will, ne? E34, der muss sich schon zuwichsen, damit überhaupt zugeht. Gut, egal, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wisst ihr Bescheid? Munter!